Ein kleiner Junge kommt zu dir und sagt, Nyctamere. Ich habe richtig Angst vor Tieren. Richtig Angst. Aber Döner, jeden Tag Döner, Döner, Döner. Aber was ist das für Fragen? Wesh, wesh, la famille, c'est Milano. Ich bin heute bei Stockt und wir antworten an die Fragen, was würde Milano tun? Jetzt, sofort. Bang. Du darfst ab jetzt nur noch eine Sprache in deinen Songs verwenden. Was würde Milano tun? Deutsch, weil ich bin in Deutschland, ich muss auf Deutsch singen. Deutsch rappen, 100%. Was gefällt dir an der deutschen Sprache? Ich finde die deutsche Sprache, die deutsche Sprache fresh. Ich will das unbedingt lernen, 100%. Also ich kann schon, aber ich muss noch mehr. Ich will Double Time auf Deutsch schaffen. Gestern hattest du Streit mit deiner Freundin. Heute geht sie schon den ganzen Tag nicht ans Telefon. Was würde Milano tun? Aber auch nicht mehr antworten, ne? Wenn sie nicht antwortet, warum soll ich antworten? Also sie hat den ganzen Tag nicht geantwortet. Bah, nein, nein. Wenn du nicht antwortest, ich antworte auch nicht. Vorbei. Finish. Ein kleiner Junge kommt zu dir und sagt, Nyctamere. Was würde Milano tun? Was ist das für ich? Bah, Frère, sorry, aber Nyctamere passt nicht. Ne? Schlägerei. Direkt. Auch bei einem kleinen Jungen? Also, nee, 8 Jahre alt. Ich sage ihn, Frère. Für mich Familie, Mutter, Eltern beleidigen geht nicht. Das, ich akzeptiere das nicht und ich werde das auch niemals machen. Deswegen mach das nicht gut für alle Familie. Du gewinnst den Lotto-Jackpot, dafür halbiert sich deine Lebenszeit. Was würde Milano tun? Direkt einen Dönerladen aufmachen und jeden Tag Döner essen. Jeden Tag. Oder, ich weiß nicht, nach Thailand fliegen. Die ganze Welt, in die ganze Welt reisen, aber Döner jeden Tag, Döner, 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 Dürüm, alles, Döner-Teller. Du hast das etwas falsch verstanden. Ach so, das ist die Frage. Nein, Frau, Leben, lieber Leben, Jackpot, du kannst nicht dein 1 Sekunde mit 1000 Milliarden Euro kaufen. Mit oder ohne Geld kann man immer Spaß haben, 100%. Und Döner kostet nicht viel. Entscheide dich, lieber die Füße einer Ente oder die Hände eines Hamsters. Was würde Milano tun? Lieber die Füße einer Ente oder Hände von einem Hamster? Füße von einer Ente wegen Wasser und so ist geil. Kann besser schwimmen. Aber was ist das für Fragen? Füße von einer Ente. Hattest du früher Haustiere? Ich hätte einmal eine Katze, aber ich habe richtig Angst vor Tieren. Haustier, alles, Hunde. Ich habe immer Angst. Wir haben eine Katze einen Tag gehabt. Danach. Ich habe gesagt, Mama, wallah, ich kann nicht. Ich habe richtig Angst vor Tieren. Richtig Angst von alles. Du kannst eine Person auswählen, mit der du für einen Tag Körper tauschst. Was würde Milano tun? Mit Lazar Angelov, also ein Fitnessmodell. Der ist richtig stabil. Und dann direkt Schwimmbad. Hein? Ich gehe Schwimmbad ein bisschen zeigen. Brust und so. Was würdest du mit diesem Körper sonst noch machen? Mit dem Körper? Frère, mit diesem Körper kannst du alles machen. Kranke Bilder auf Insta posten. Geiles Video auf jeden Fall für meinen nächsten Song. Immer oberkörperfrei und so spazieren im Auto. Bangs. Es gibt Streit in der Familie. Dein Bruder und dein Vater sprechen nicht mehr miteinander. Beide wollen wissen, auf wessen Seite du stehst. Was würde Milano tun? Boah, schwer. Ich muss entscheiden jetzt, Papa oder Bruder. Nein, kannst du nicht. Ich werde mit den beiden reden. Wenn das so weitergeht, wenn die nicht mehr miteinander reden, dann ich rede auch nicht mehr mit den beiden. Dann haben wir alle Streit zusammen. Lieber zusammen als allein. Hast du ein gutes Verhältnis zu beiden? Ja, wir sind immer zusammen, jeden Tag, Papa mit meinem Bruder. Wir sind nur zu dritt in Deutschland. Also meine Mutter und so sind alle in Frankreich. Deswegen Papa und Bruder sind da. Wir sind zu dritt. Deswegen... Mit Streit geht doch nicht. Ich bin derjenige, Bruder, ich streite immer. Immer ist immer meine Schuld. Ist immer meine Schuld. Aber ich bin auch, wenn mein Bruder Stress mit meinem Vater hat, ich gehe immer mit den beiden reden. So, ah, Safi, Papa, bitte. Der hat doch nichts gemacht. Das war nicht schlimm. Das ist dein Sohn. Entscheide dich, für immer in Dortmund wohnen oder nie wieder nach Dortmund zurückkehren. Was würde Milano tun? Für immer in Dortmund wohnen. 100%, weil ich bin seit jetzt ungefähr 3 Jahren in Dortmund und ist für mich meine Stadt. Ich bin Dortmunder, 100%. Rheinische Straße, meine Jungs sind alle da, Familie da.
Ich liebe Dortmund. Ich bin Dortmunder, stolz auf Dortmund, BVB, Babanks. Am Anfang, ich war allein in Dortmund. Ich war oft allein in Dönerladen, essen Döner, essen alleine. Bock nicht, lieber mit Jungs. Aber jetzt, ganze Familie ist da. Mein ganzer Jungs, wir gehen jeden Tag Döner essen. Emigril in Dortmund, 100% rheinische. Unter deinem Flex FM Exclusive schreibt der User Frio meint, lern mal richtig Deutsch. Er erwartet eine Antwort von dir. Was würde Milano tun? Bro, ich lerne Deutsch, aber es ist nicht einfach. Ich schwöre, es ist nicht einfach. Deutsch ist richtig schwer. Und für 3 Jahre kann ich schon ein bisschen Deutsch. Aber für dich lerne ich Deutsch, Bruder, aber nur für dich. Ich habe früher ein bisschen in Schule gelernt, aber das war richtig so, ich heiße Milan, das ist blau, das ist eine Giraffe, das ist eine Gitarre, weißt du, das war nur diese einfach Deutsch. Dann habe ich Deutsch gelernt mit so draußen mit den Jungs, mit Deutsch. Deutschrap, mit alles mit Musik. Musik hat mich viel, viel, viel geholfen im Studio. Du hast die letzten Wochen richtig stabil trainiert, bist aber noch nicht zufrieden mit deinem Körper. Ein Typ aus dem Fitnessstudio bietet dir Anabolika an. Was würde Milano tun? Niemals. Weil ich finde, dass auch ohne Anabolika kannst du einen schönen Körper kriegen. Und ich will auch nicht diese... Ich will nur sportlich sein. Für mich so gesund, schön für Schwimmbad im Sommer und so. Aber nee, aber Anabolika, das ist auch ein anderes Level, so Bodybuilding und so. Bodybuilding, das will ich nicht. Nur zu Hause trainieren, bisschen Whey, Eiweiß trinken, aufpassen, was du isst. Nicht zu viel Döner, nicht zu viel Mäckis. Aber nein, Anabolika ist zu viel, nicht für mich. Du wirst im Club mit einer Pistole bedroht. Du darfst weiterleben, wenn dein nächster Dance-Move den Typen beeindruckt. Was würde Milano tun? Ich werde tanzen, Frère. Was war die Frage? Eine Pistole? Und wenn ich nicht tanze, ich sterbe. Aber Frère, ich tanze, ich. Moonwalk, Michael Jackson, alles. Hip-Hop, Breakdance. Du musst dich entscheiden, keine Ellenbogen oder keine Knie. Was würde Milano tun? Warum fragt ihr sowas? Keine Ellenbogen oder keine Knie? Bah, ich behalte meine Knie für Laufen und so. Das ist wichtiger, weil sonst ohne Knie kannst du nicht laufen, oder? Das wäre schwer, kompliziert, glaube ich. Nee, ich behalte meine Knie. Pablo Escobars Sohn will das Drogenimperium seines Vaters wieder aufbauen und fragt dich, ob du sein Partner sein willst. Was würde Milano tun? Ich bin dabei. Wann du willst, wo du willst, Frère. Ich komme nach Kolumbia. Ich nehme mein Flugzeug heute Abend, mache ein Business zusammen, la famille en ensemble. War das echte Frage? Weil ich bin echt dabei. Ich habe gehört, du hast schon mal mit ihm Kontakt gehabt? Ey, krank. Ich habe ihn auf Insta geschrieben. Ich sage ihm, ey, Bro, der hat ein Bild von mir geliked. Und dann habe ich ihm eine Nachricht geschickt. Ich sage, Bro, bitte folg mir und so. Dann sagt er, ja, du musst mein Buch lesen. Ich sage, ich habe dein Buch zu Hause. Ich habe gelesen. Ich habe noch nie dein Buch gelesen. Aber ich sage, ja, ich habe alles gelesen. Ich kenne dich. Ich kenne deine Geschichte. Der hat mich einfach gefolgt. Aber danach, der hat mich entfolgt. Aber warum hast du mich entfolgt, Bro? Ich dachte, wir arbeiten zusammen. Rihanna kommt zum Abendessen vorbei. Du musst entscheiden, was du für sie kochst. Was würde Milano tun? Ich darf nicht entscheiden. Sie muss entscheiden eigentlich. Riri, was willst du essen? Ich koche für dich alles. Nein, aber ich bin echt ein guter Kocher, Bruder. Ich kann viel kochen. Ich kann Eier machen. Ich kann Nudeln machen. Aber für Riri, ich würde Duez machen. Das ist so eine marokkanische Spezialität. Marca, so Tagine mit Soße, Hähnchen und so. Wir essen mit Händen zusammen und so. Riri, danke, komm vorbei. Schick dir die Adresse per Insta. Dein Freund Mika und du seid in das gleiche Mädchen verliebt wie in eurem Song, Maria. Jetzt willst du sie von dir überzeugen. Was würde Milano tun? Bah, ich werde singen. Ein geiles Lied singen. So ein Liebeslied. Dann habe ich schon gewonnen. Fiesta, Fiesta. Nein, ich werde singen. End of the Road von Boyz II Men. Das ist ein krankes Lied, Liebeslied. The End of the Road. Dann, ich habe schon gewonnen, 300 Pro, Boyz II Men Nummer 1. Das Leben ist ein Videospiel. Du darfst aussuchen, welches. Was würde Milano tun? Mario Bros, aber Mario Sunshine. Kennt ihr das? Der hat so einen Jetpack mit Wasser und so. Ja, Mario Bros 100%. Dann, ich würde mit Peach heiraten. Princess Peach. Eigentlich, Mario ist mein Lieblingsspiel. Ich bin eh nicht einer, der spielt. Ich mag nicht so FIFA und so. Manchmal mit meinen Jungs. Geil. Zu Hause. Aber sonst, früher habe ich oft Mario gespielt. Mario Kart, Mario Bros, Mario Sunshine. Als letztes darfst du dir ein Feature aus dem französischen Rap-Game aussuchen. Was würde Milano tun? Sehr, 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 sehr schwer, Junge. Ich weiß nicht, Booba oder Jule. Kennt ihr Booba und Jule? Ich glaube, Jule. Nein, Booba. Ah, ich weiß nicht. Die beiden eigentlich. Weil das sind für mich die Nummer 1, Booba und Jule. Aber ich glaube, Booba.
nur um zu sagen, ich habe ein Future mit Vuba. Das war schon die letzte Frage. Vielen Dank, dass du da warst. Willst du noch etwas sagen? War das zu schnell? Habt ihr keine andere Fragen? Nee, dann danke schön an euch, La Famille, C'est Milano. Ich weiß nicht, wann dieses Interview kommt, aber bald kommt ein geiler Song von mir, eine Nachricht. Am 22. Donnerstag, 23:59 Uhr. Und hat sehr Spaß gemacht. Und danke schön, La Famille, und ensemble. Buba, ich rufe dich gleich an, le frérot.